Yeah, Buddies! Und Ahoi zusammen! Zu unserem neuen Minecraft-Projekt, nämlich Minecraft Adventures. Oder auch Adventures genannt, ja. Und wir gehen direkt auf den Server vom Herrn Virinum und schauen mal, was da abgeht. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall fliege ich in der Luft. Das ist schon mal schön. Ich auch. Oh, es ist Nacht. Ja, mach mal eben Day, ne? Timeset 0. So, weil eigentlich fängt man ja auch bei 0 an. So, der Server läuft nur schon bei Game Mode 0. So, dann erkläre ich mal kurz so die Grundregeln, sag ich mal. Also, es ist so, dass wir hier zusammen auf diesen Server können. Können zusammen aufnehmen, können aber auch einzeln aufnehmen. Es gibt so gesehen eigentlich keine Regeln. Also es ist dann halt, dass man auch ein bisschen nett zueinander ist und irgendwie baut sich die Welt bei mir nicht auf, aber das wird schon noch. Ach, ich baue schon heute. Sehr gut, dann mache ich auch mal. Wo bist denn du überhaupt? Ich sehe dich gar nicht. Hier. Links. Hä? Nee, Quatsch, warte, ich komm, such dich gleich. Ist ja sehr merkwürdig. Ja, so, das sind soweit die Regeln. Könnte man jetzt denken, dass das von irgendeinem anderen... Oh, ich bin noch im Kreativmodus. Ja, ist es denn die Possibility? Das wollte ich eigentlich nicht. Das. So, jetzt ist es hier alles richtig. Und es laggt gerade ohne Ende. Aber die auch. Ja, ich habe 5 Frames per Second. Was ah, ich ist auch. Da ah, jetzt geht's wieder rauf. Jetzt geht's wieder, ja. Jetzt, jetzt bricht's wieder ein. Was ist denn da los? Ich habe irgendwie das Gefühl, da läuft irgendwas komisch. Da läuft was ganz, ganz komisch. Aber ich glaube, das ist, weil diese Welt hier, das ist ziemlich ressourcenfressend für den Server. Und da fällt mir gerade ein, wir haben den Timer gar nicht gestartet. Nee, mach den mal an. Komm, passt schon, wenn das 1-2 Minuten länger ist. So, hab jetzt mal Timer angemacht. Okay. So, und jetzt läuft's auch flüssiger mit Timer. Wunderbar. Boah, ich bin schon fast tot, ne? Und da sind Schafe. Ah, Tatsache, Schafe sind immer gut. Für mich. Ja, komm her, du Schaf. Und eine Kugel. Und die Welt baut sich einfach hier nicht auf. Was ist denn da los? Es gab doch irgendeinen Knopf, dass man sich die Welt nochmal neu laden kann, oder? Nö, keine Ahnung. Ja, dass man halt nochmal so neu rendert. So. Man könnte denken, dass das Prinzip hier von irgendwie von einem anderen Projekt, was gerade bei anderen YouTubern läuft, abgekupfert ist, aber das stimmt nicht, denn wir hatten ja schon vorher mal so ein Projekt. Ja. Okay. Und da hatten wir auch schon diese Regeln, deswegen. Ja, so ist das. So ah ja, und wir, ach genau, wir haben ein paar Mods, was heißt Mods drin? Wir haben Timmermod drin, das war's. Echt? Ah, ja. Geil. Sag mir also mal vorher, dann hätte ich direkt eine Axt gemacht. Ja, du kannst aber auch mit Samen das abbauen. Okay, das habe ich vergessen. Das habe ich extra so eingestellt. Ah, dann hoffen wir mal, dass wir hier irgendwo einen Samen finden. Nee, tue ich aber nicht. Putsch. So. Schade. Ich habe dich aber immer noch nicht hier gesehen, wo bist du denn? Ich laufe bei irgend so ein paar Pilzen im Wald rum. Ich weiß selber nicht. Sehr, sehr geile Pilze. Ich bin X-60 und Z-88. Ah ja gut, ja, ich bin so ungefähr bei 0-0. Ah, okay. Also 0-0 ist hier vorne irgendwo. Wo bin ich denn? Ja, bei 10 und 19. So. Gib mir einen Samen. Ah ne, Samen kriegt man aus Gras, oder? Richtig. Ah, sag das doch gleich. Da hole ich mir direkt mal ein paar Samen hier, damit wir gleich mal was anbauen können, damit wir unseren Hunger stillen können. Bei mir weiß ich übrigens nicht, ob das jetzt regelmäßig so kommt oder einmal, also regelmäßig schon und nach welcher Regel das kommt. Und da muss ich halt noch schauen, weil ich will ja auch noch ein paar Vlogs machen und so weiter und so fort. Jetzt erstmal will ich nächste Woche meine Mensa-Card holen, damit ich Wäsche waschen kann. Alleine das machen mir schon Sorgen. Wäsche waschen, das macht mir auch mal Sorgen. Ich habe darauf keinen Bock. Ich weiß nicht, wie man eine Waschmaschine benutzt. Hatte ich noch nie mehr. Ich habe schon ein paar Mal eine benutzt, aber ja, ich weiß nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht so genau, wie man damit umgeht mit so einer Waschmaschine. Das ist schon kompliziert. Ich habe gehört 30 Grad. Ja, musst du halt immer auf die T-Shirts gucken und halt nicht
nicht so die gleiche Farbe irgendwie da reinpacken. Ja, ja, und hell und dunkel. Genau. So, so, ich habe 3 Wolle übrigens. Ich auch. Mach ich mir direkt mal ein Bett hier. Okay, ich spring einfach ins Wasser. So. Ich mach mir jetzt auch ein Bett. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich meine Hütte hier hinbaue. Also wir hatten uns die Welt schon vorher mal angeguckt, nur ich weiß nicht mehr genau, wo ich mich hier entschieden hatte. Ich weiß nicht, wo das ist, wo ich mich entschieden hatte. Ich weiß schon noch. Das ist da oben. Ich weiß noch, wo das war. Ja, ich auch, aber ich weiß nicht, wo das ist. Ja, dann kommen wir erstmal zu mir, weil irgendwie haben wir uns bis jetzt immer noch nicht gesehen. Nee, aber ich habe jetzt ein Bett unter Wasser. Ah, nee, das geht nicht. Schade. Dachte schon. Moment nur. So, dann graben wir uns einfach mal hier in den Berg rein, dass wir auch ein paar Steine bekommen. Ah, warte, ich glaube, ich sehe den Ort, wo ich hin wollte. Oder auch nicht, oder doch, oder nein. Komm doch erstmal zu 00. Wo ist das denn? Ja, drückst du F3, dann weiß es. Hallo. Okay. Okay. So, das Projekt, was wir vorher hatten, das haben wir irgendwie ziemlich beendet, würde ich mal sagen. Ja, war langweilig. Ja, das Problem war halt, dass wir einfach... Oder du schon einen Plan vorher hattest, wie wir das zu bauen haben und irgendwie dadurch geht halt der Reiz an Minecraft verloren. Das ist das Problem. So, und jetzt haben wir halt gesagt... Da sagst du was. Jeder hat seine eigene Hütte hier. Jeder baut so, wie er möchte. Hey, ich habe keinen Plan, in welche Richtung ich gehen muss. 0-0. Ja, da ändert sich die Z-Koordinate. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich bin nahe dran auf jeden Fall. Was steht denn da bei dir? Minus 12 von 4. Ja, das ist doch gut. Warte, ich komme mal raus. Ja. Jetzt bin ich 0-0. Ja, dann bist du hier irgendwo um der... Da, hier, hallo, hier oben. Ah, hi. So, und du wolltest da hinten hin. Ja, da war ich doch gerade. Guck da oben, wo dieser Fliegenpilz ist, da wolltest du hin. Und du bist schon einmal gestorben. Hä, ich bin schon einmal gestorben? Ja. Nein, lass das, du... Oh, Mann. Jetzt bist du zweimal gestorben. Lass meine Sachen. Nein. Ja, warte, ich mach eine Kiste. Dann. Du bist 1234 Mal gestorben. Echt? Ja. Warum das denn? Weil ich das, glaube ich, so eingestellt habe. Ja. So, das war, glaube ich, dir hier von Goethe, glaube ich, was? Ja, Stein gehörte mir auch. Was war noch von dir? Ein Apfel. Ja, und Samen. Samen hatte ich auch. So. Und ich hatte noch andere Setzlinge. Ja. Oh. Mann. Weggegangen, Platz vergangen. Ja gut, sowas ist halt erlaubt, ne? Ich meine, ich weiß auch nicht, womit man das bestrafen könnte. Du hast ja eh schon 1234 Tode. Ne, das stimmt nicht. Ich bin noch einmal gestorben. Ich bin eigentlich auch kein einziges Mal gestorben. Das muss ich dann nachher mal ändern. Ich mache mir eine Strichliste. Doch, du bist jetzt einmal gestorben. Ja, einmal, aber jetzt steht ja 2 über meinem Kopf. Ja, ich weiß, aber du bist einmal gestorben jetzt. Das musst du ändern. Ja, nicht ja, ich ziehe einen ab und du bist im Moment 0 mal gestorben und wenn du mal stirbst, dann korrigiere ich das auch. Dann mach ich einen. Okay. Okay, gut. Dann hast du mir das schon mal abgenommen hier. Warte. Jetzt weiß ich, wo die Sachen waren. Kacke. Aber ich glaube in der Richtung. Bei mir wird dann ungefähr jeden Tag eigentlich was kommen, würde ich sagen. Ja, kann bei sein, mir wöchentlich vielleicht. Kann sein, dass es zwischendurch dann mal nicht kommt, aber das ist eher unwahrscheinlich. Und halt weiterhin montags die Vlogs, wobei morgen, also heute ist Sonntag, wo wir es aufnehmen, morgen auch wieder einer kommt, muss ich noch Thumbnail machen. Oh nein. Ich glaube, das wird aber mal ein billiges Thumbnail, weil ich darauf gerade keinen Bock habe. Thumbnail machen magst du nicht? Ja, ne, gerade nicht. Oh, jod. Gerade nicht. Oh, ich habe aber alle Sachen schnell wiederbekommen. Sehr gut. Das ging aber fix so. Dein PC ist am Pusten wie sonst was hier. Nee, das bin ich. Du machst mal oder was? Ja, extra, um dich zu nerven. Ich weiß aber nicht von dir. So, dann schauen wir mal, wo muss ich überhaupt hin? Ich glaube hier irgendwo rauf, ne? Genau da. So, da oben ist Kohle, ich glaube, die hole ich mir schon mal. Oh. Aber wie ging nochmal der Kohle-Song? Hä? Wie ging noch der Kohle-Song? Von Kohle. Irgendwie so. Kohle. Ne, ich bin tot. Wie, du bist tot? Na, fast. Hier sind voll viele Monster bei meinem Berg. Tja, ist ja ein Scheißberg. Ich sterbe. Hast du den Scheißberg ausgesucht?
So, dann stelle ich dir nachher die zweimal ein bei dir. Ich gehe da nicht nochmal hin. Ist voll gefährlich. Ja, hast du ein Schwert? Gleich wieder, ja. Du musst ja ein paar Fackeln machen und da ein bisschen ausleuchten. Du hast nicht gesehen, wie viele Monster da waren. Das waren viele Monster. Viele. Oder du holst dir einfach ganz viel Erde und baust dich dann rauf. Nee, ich ziehe ins Land. Aufs Land. Weit weg von mir. Das ist sicherer. Keine Ahnung, ich habe jetzt schon wieder die Orientierung verloren. Ah, ich habe die ganze Zeit F3 offen. Ups. Das ist mir schon mal passiert irgendwo in einer Aufnahme. Schämst du dich nicht? Nö, mich stört das nicht. Irgendwas hat vibriert hier. Wir haben hier vibriert. Machen wir gleich schon ein bisschen Mega-Jump? Können wir auch machen, ja. Können wir gerne machen. Okay. Aber ohne Aufnahme meine ich jetzt, ne? Ja, ja. Es regnet. Nicht einmal. Und es ist dunkel. Und es wird, glaube ich, so langsam Nacht, ne? Kann sein, mein Bett ist weg. Wie, dein Bett ist weg? Wo hast du es hingetan? Ich bin gestorben. Ich bin eiskalt gestorben. Ach, du hast das noch nirgendwo hingesetzt, oder wie? Oder was? Ja, oder ja. Wie? Oder was? Ich dachte, ich sterbe nicht nochmal. Und da kannst du ja gerne hingehen und das wiederholen. Nee, du, lass mal. Dann besorg dir mal ein Bett oder soll ich hier ein paar Schafe noch killen? Ja, das wäre nett. Na gut, ich habe noch kein Schwert, aber da muss ich halt nicht so lange auf dieses Schaf hier eindrechen, bis es stirbt. Danke. Warte mal, habe ich überhaupt Helligkeit hoch? Ja, habe ich. Ist aber trotzdem dunkel irgendwie. Ja, bei mir ist es auch ziemlich dunkel. Muss ich noch mit Vegas ein bisschen hochregeln. So, und ich glaube, jetzt habe ich auch dezent meine Orientierung hier verloren. Ja, ich bin bei der Kohle. Ich bin beim Schaf. Ich bin beim Berg. Stirb! So. Boah, ich habe schon wieder Bock auf Pizza, ne? Du hast wieder Bock auf Pizza? Ja. Oh Mann, jetzt hast du es gesagt, ich habe nämlich auch gerade voll Kohldampf. Ja, ich meine zumindest. Ich habe heute Morgen zwei Toastbrot gemacht und gerade noch eine Waffel gegessen. Da kommt ein Creeper. Wir haben schon 4 Uhr Nachmittag. Ich glaube, ich fahre gleich zu Mc's oder so und esse Mittag erstmal. Mit deinem Longboard? Nee, damit fahre ich noch nicht durch die Stadt. Bis ich dann nicht ordentlich mitfahren kann. Stirb doch mal! Och Mann, jetzt ist er explodiert. Ah, jetzt habe ich hier so einen blöden Krater vor meiner Hütte. No. Oh, Hashtag oh. Oh, oh. So. Oh, da steht. Ich habe eine eigene Hütte jetzt. Geil. Sehr gut. Warte, ich leuchte hier mal aus, dann kann man auch was sehen. Mach ich auch gleich. Willst du dein Bett haben? Ja. Dann komm mal zu mir. Nee, komm zu mir. Dann komm zu mir. Nee, komm zu mir. Ich bin gerade am Bauen. Ja, meinst du, ich mache nichts anderes? Was hast du denn? Das ist halt eine heiße Angelegenheit. Was hast du gemacht? Ja, ich habe einen Ofen gebaut. Das habe ich auch schon. Nur irgendwie habe ich anscheinend schon die... Was habe ich denn? Hä? Was mache ich denn hier für einen Quark, ey? Wenn wir das mal wüssten. Zu den Waffen. Jetzt übertreibst du aber, ne? Jetzt geht es los. Ja, moin. Also ich lege mich mal kurz. Ah, oh, Mann, du kannst schlafen, sind Monster in der Nähe. Jetzt ist hier schon hell. Doofes Monster. Sehr gut. Oh, Monsterjäger. So, ich glaube, wenn ich einmal drinnen lag, dann ist mein Spawn Point gesetzt. Aber ich denke mal trotzdem, dass ich halt auch weiter die Vlogs mache, werde ich häufig ein bisschen Minecraft zocken und so. Das aufnehmen. Weil ich jetzt voller Langeweile hier rumhocke in meiner neuen Wohnung. Hey. Sag mal, wo bist du denn? Ja, bei meiner Hütte. Ja, und wo? 62, 45. 62? In die Richtung also? Ich bleibe an der Straße, dann siehst du mich. Ah, ich sehe dich. Okay. Hallo. Oder ah, ich sehe dich auch. Ja. Zombie. Oh. Oh, schade, ich dachte, der bringt dich schon. Nein, ich habe ihn gekölt. Komm mal mit, ich zeig dir meine Hütte. Ich habe ihn gekölt. Guck mal, wunderhübsch, ne? Wunderhübsch. Moment, wo... Ach, Moment. Schön, was, ne? Was machst du denn hier unten? Und da ist eine Werkbank, sehr geil. Ey. So, hier hast du ein Bett. Wo willst du es denn haben? Da! Hä?
Irgendwo. Oh, das Licht ist aus. Nee. Da. Jetzt habe ich Holzkohle. Ich habe dir mal Licht angemacht. Ich habe dir eine Fackel angesetzt. Geil. So, geh mal weg. Ja, sofort. Da. Jetzt habe ich auch Fackeln, warte. Zack. Und du hast du ein Bett, wunderbar, dann richte dich mal schön ein hier. Also es ist auch eine sehr schöne Location, die du dir ausgesucht hast. Jo. Jo. Hier ist ein Hühnchen, in dieses Hühnchen, oder klingelt das Telefon? Eieieiei. Ich glaube übrigens, das Vlog kommt wieder eine Talkrunde als nächstes. Ja, ja. Mann, dieses Telefon nervt. Geh mal einer ran hier. Hört man das eigentlich? Ich habe mir überlegt, die neue Oculus zu holen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Hört man das Telefon? Ja, hat man gehört. Man hört es immer noch. Jetzt hört man es nicht. Ich gehe da nicht ran. Egal. Ich gehe da doch mal an. Nee, geh mal nicht ran. Nee, Mann. Nee, geh nicht ran. Meine Eltern sind doch zu Hause, was ist denn da los? Mensch, die sollen mal ans Telefon gehen. So, jetzt hat es endlich mal aufgehört zu... Spinne. Noch eine Spinne. Ei. Oh, die springt mich an hier. Hast du eine neue Oculus schon mal gesehen? Gesehen, also auf dem Bild, ja. Ja, meine ich ja. In der Real Life noch nicht. Also die alte Oculus Rift, die habe ich ja beim DNA getestet. Können wir mal kurz schlafen gehen? Ja, sofort. Ich hau noch auf einen Baum rein. Ja, dann steige ich nochmal raus hier. So, warte, ich renne zu meiner Hütte. Sag Bescheid, wenn du drin liest. Ich liege... drin. Ich auch. Ja, die erste Oculus Rift, die habe ich ja getestet beim DNA und ich muss sagen, das ist schon ein ziemlich geiler Effekt, auch wenn man noch die Pixel ziemlich stark sieht. Ja, bei der zweiten freue ich mich halt darauf, dass du da auch diese nach oben, zur Seite Bewegung und so weiter hast. Also hast du doch bei der jetzigen, also bei der alten? Nee, da konntest du nur drehen. Also du konntest halt nur drehen. Jetzt kannst du auch nach vorne und nach hinten und so deinen Kopf machen. Ach so, so je nachdem, wenn ich jetzt irgendwie mich im Raum bewege. Nach vorne neige oder so, genau. Ah, okay. Das finde ich halt richtig geil, weil dann Horrorspiele, dann kannst du richtig geil um die Ecke gucken und dann erschreckst dich. Das wäre für Minecraft auch ganz gut, weil immer wenn ich einen Creeper haue, gehe ich immer mit dem Kopf automatisch zurück. So, das heißt, wenn ich dann die Oculus aufhab und gehe mit dem Kopf zurück, mache ich das sogar in-game. Das ist ja sehr, sehr geil. Oh, da kommt so ein Mini-Zombie an. Alter! Was ist das denn für ein Vieh? Ein Herz für Kinder. Nix da. Übrigens ist der Timer rot, ne? Ich weiß, deswegen ist die erste Folge auch an dieser Stelle vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Freude bei dieser ersten Folge. Morgen kommt bei mir die zweite, wann beim Dubstar bzw. Nerdstuff TV die nächste Folge kommt. Das weiß ich selber noch nicht. Das weiß er selber nicht. Müsst ihr einfach mal gucken, seinen Kanal habe ich auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Also bis morgen. Tschüss. Tschüss.